Kardell ließ sich gedankenverloren im Strom der Fußgänger auf dem Kurfürstendamm in Berlin treiben, bis plötzlich ein schwarzer Sportwagen direkt neben ihr hielt, aus dem eine junge, hübsche Frau ausstieg. Überrascht blieb Karin stehen. Das war doch ihre Schulfreundin Madeleine Petrovic, deren frühe Schönheit ein ständiges Gesprächsthema des Lyzeums gewesen war. Mein Gott, Madeleine, du? Warum so eilig? Oh, Karin. Ach, das tut mir leid, du. Ach, reicht es wenigstens für eine Tasse Kaffee? Ja. Eigentlich ja. Na, dann gehen wir doch ins Espresso dort. Ja. Ach, Mensch, wir haben uns ja völlig aus den Augen verloren, seit wir von der Schule weg sind. Naja, leider. Komm, setzen wir uns an die Bar. Mhm. Zwei Espresso, bitte. Sofort. Mensch, du hast dich aber toll rausgemacht, Madeleine. Ich hörte vor längerer Zeit, dass du nach dem Westen verzogen bist, nach Frankfurt, ne? Ja, das war ich. Und jetzt? Na, siehst du doch, bin ich wieder in Berlin. Zwei Espresso. Danke. Ich zahle gleich. Bitte, stimmt so. Oh, ich danke auch schön. Bleibst du für immer in Berlin? Was? Bleibst du für immer in Berlin? Ja, ich denke. Sag mal, dein Mann muss wohl Millionär sein, hm? So wie du aussiehst? Allein der Schmuck. Du, ich bin nicht verheiratet. Ach, nicht? Naja, also dann gratuliere ich zu deinem Beruf. Beruf? Oh Gott, ich habe eigentlich keinen. Keinen? Im Lotto gewonnen? Nein. Ach Mensch, du, wir haben uns lange nicht gesehen, was? Ja, 4 Jahre ist das schon her. Sag mal, gehört der Sportwagen dir? Ja. Aha. Ah, ich habe immer gewusst, dass du es weit bringen wirst. Also, weißt du, du musst mich mal besuchen, ja? Ja. Aber du, ruf mich auf jeden Fall vorher an, okay? Mhm. Warte mal, hier. Hm? Tja, meine Karte. Ja, danke. Oh, feine Gegend. Hast du viele Gäste? Ja. Viele. Und, was machst du? Oh, ich studiere noch. Oh, du studierst. Oh, lalalala. Oh, weia, ist ja schon so spät, du. Ich muss gehen. Also, du kommst bald, ja? Ja, gern. Tschüsschen, Karin. Ja, tschüss. Bis bald, Madeleine. Ja. Ich hätte gern noch einen Espresso. Ja. Sagen Sie mal, kannten Sie die Dame? Sie haben sie so eigenartig angesehen. Hm. Na und ob? Aha. Kommt sie oft hierher? Mhm. Und nie alleine. Mit einem Herrn? Mit einem? Na hören Sie, Fräulein, jeden Tag ein anderer. Ach. Mir geht es ja nicht an, aber mit so weit würde ich nicht verkehren. Wieso? Na, wenn Sie wüssten, was die alle treibt. Was denn? Das ist eine, die den ganzen Tag am Telefon hockt und wartet. Call Girl hieß das. Was sagen Sie da? Naja, so eine Rufschickse, wissen Sie? Man packt nicht Roschen in Apparaten, dann kommen Sie. Zu jedem, der blecht für die Tainien. Also erlauben Sie mal. Mir geht das ja nicht an, aber da können Sie Gift drauf nehmen. Na, was meinen Sie, wie viele von der Sorte sich hier an Kudamm rumtreiben und die große Dame spielen? Und nicht dahinter außen hui und innen fui. So? Ich kenne sie alle, diese Dämchen. Da ist eine Villa in Grunewald, da sind sie zu Hause, da lernen sie das Gewerbe von der Pike auf. Karin zahlte und ging. In ihren Ohren dröhnte es nach. Call Girl. Rufmädchen. Villa im Grunewald. Vergnügen. Bezahlen. Gewerbe. Mein Gott, Madeleine. An diesem Abend begann die seltsame Geschichte der Karin Kardell. Das junge, hübsche Mädchen ging ahnungslos der Verwirrung der nächsten Wochen entgegen. Madeleine hatte an diesem Abend Pech mit ihrem Luxuswagen. Der Motor sprang nicht an. Sie wollte schon eine Werkstatt anrufen, doch da kam ein Mann auf sie zu. Er war groß, hatte breite Schultern und schmale Lippen. Schwierigkeiten? Kann ich helfen? Bitte, das wäre aber sehr nett. Mhm. Machen Sie mal die Motorhaube auf. Ja, Moment. Gut.
Und jetzt starten Sie mal. Das werden wir gleich haben. Wirklich sehr nett, dass Sie mir helfen. Keine Ursache. So, jetzt versuchen Sie es nochmal. Oh, fabelhaft. Vielen Dank. Ja, gut. Dann, naja. Sagen Sie, kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Tja, wie wollen Sie denn das? Ja, vielleicht ein Drink? Ja, dagegen hätte ich nicht. Also, dann steigen Sie ein. Also, wir fahren irgendwo hin, ja? Mhm, einverstanden. Sie sind Berliner? Ja. Und? Was machen Sie? Ingenieur. Oh, Autos? Nee. Hochbau. Oh, noch besser. Wohin fahren wir? Na, wohin Sie wollen. Aber übrigens, ich heiße Kleiber. Gerd Kleiber. Das freut mich. Mhm. Aber Sie brauchen den Abend also nicht mit mir zu verschwenden. Ach, wissen Sie, ich habe überhaupt nichts vor. Alles gut. Ich auch nicht. Madeleine fuhr zu einem Terrassenlokal am Wannsee, wo die Ober sie mit ausgesuchter Höflichkeit begrüßten. Gerd Kleiber bestellte etwas anderes, als er eigentlich wollte. Seine Augen hatten mehr Appetit auf Madeleine als sein Gaumen auf die Krebssuppe. Prost. Waren Sie schon mal hier? Nee, noch nie. Aber Sie, hä? Sind wohl öfters hier. Ach ja, manchmal. Ja, muss man sich leisten können. Sind wohl sehr reich, hm? Och, und Sie? Sehr arm, was? Aber Ihr Schuhwerk ist noch gut, oder? Und meine Schuhe? Wieso? Ach so, was heißt das? Sie würden den Slow Fox überstehen, oder? Ja, natürlich. Darf ich bitten? Oh, gerne, danke. Warum sind Sie eigentlich so bescheiden? Ich bin eigentlich sonst gar nicht so. Mhm. Aber dass hier so die Gäste, die Autos und diese Verschwendung an Kellnern und die Teller und Sie. Oh, sehr aparte Reihenfolge, wirklich. Entschuldigung, wahrscheinlich der Sekt. Das Ganze kommt mir vor wie das Märchen von der Prinzessin und dem Schweinehirten. Ja, ich würde ganz gern gehen. Wollen Sie meinen Wagen fahren? Was, darf ich das? Vielleicht. Vielleicht noch mehr. Was, so schnell? Der Wagen? Kleiber fuhr und hatte wenig Augen für die Straße. Umso mehr aber für seine Begleiterin. Doch schon bald hielt er an, zog Madeleine an sich und küsste sie. Sie wehrte sich nicht. Lächelte mit geschlossenen Augen. Ein bisschen Romantik, dachte sie. Warum nicht? Doch dann blinkten die Lichter eines Polizeiwagens hinter ihnen auf. Was? Wissen Sie, wo Sie hier stehen? Naja, beim Grünen. Ja, denkste. Mitten auf dem Radfahrweg. Also zahlen Sie 10 Mark und geben Sie Gas. Nach 300 Meter kommt ein Parkplatz. 10 Mark? Na gut, bitte, wenn es sein muss. Ja, ist in Ordnung. Und schönen Abend noch. Schade. Was denn? Um die 10 Mark? Nee, um die Stimmung. Hm. Wohin? Nirgendwo. Ich steige hier aus. Aber warum denn? Ist wohl besser so. Sehen wir uns wieder? Vielleicht. Wo? Am Kuda. In der Vorlesung hatte Karin Kardell große Mühe, sich zu konzentrieren. Der Gedanke an Madeleine ließ sie nicht los. Sie wusste, dass sich in einigen deutschen Großstädten Callgirl-Zentren gebildet hatten,
denen die Polizei hilflos gegenüberstand. Call Girls, dachte Karin. Das wäre doch ein Thema. Nach der Vorlesung ging sie zu ihrem Professor. Sie fing ihn kurz vor seinem Zimmer ab. Ach, Herr Professor. Ja, Karin. Schade, dass Ihr Thema geplatzt ist. Aber machen Sie sich nichts draus. Wir finden ein ähnliches. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. So. Und an was haben Sie gedacht? Was halten Sie von einer Dissertation über Call Girls? Call? Girls. Ah ja, ich weiß, was Sie meinen. Kuppelei unter Berücksichtigung moderner technischer Hilfsmittel. Ja, genau. Das Thema ist gut, aber vermutlich unmöglich. Wissenschaftliche Literatur, Unterlagen, Erfahrungen, die gibt's wohl kaum. Eben. Ich würde Ihnen ja gern helfen. Haben Sie schon einmal bei der Polizei nachgefragt? Nein, noch nicht. Versuchen Sie es. Gehen Sie zu Kriminalrat Semmler. Das ist ein alter Freund von mir. Danke, Herr Professor. Das mache ich. Kriminalrat Semmler empfing Karin Kardell zunächst sehr reserviert. Er kam ihr erst entgegen, als sie ihm die Visitenkarte ihres Professors gezeigt hatte. Tja, mein liebes Fräulein, was soll ich Ihnen sagen? Im Grunde sind Callgirls überhaupt nichts Neues. Es geht um Prostitution auf gehobener Basis. Und das ist ebenso modern, wie die Gesetze alt sind. Ja, das verstehe ich. In den größeren Städten können wir gegen die Damen des einschlägigen Gewerbes überhaupt nur dann vorgehen, wenn sie öffentlich Ärgernis erregen. Den Gefallen tun sie uns nicht. Ich meine, im juristischen Sinne nicht. Aber die Zentralen können Sie doch wegen Kuppelei belangen. Gewiss, meine Dame, wir kennen sogar viele von Ihnen. Wir wissen, wer dahinter steckt. Wir kennen fast alle Mädchen, die Treffpunkte, die Apartments, die Pensionen. Und wir kennen sogar die Herren Kavaliere. Aber? Als Jurastudenten wissen Sie doch Bescheid. Als der Gesetzgeber den Paragraph 180 vorbereitete, da gab es noch kein Telefon. Und jetzt sollen wir mit diesem Paragraph 180 der Unmoral per Telefon zu Leibe rücken. Das Gesetz ist geblieben, aber die Zeit hat sich geändert. Der Paragraph müsste aber doch eine Handhabe sein. Gewiss, Fräulein Kardell, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Und wo kein Zeuge, da kein Kläger. Die Callgirls schweigen. Aber... Sehen Sie. Und entschuldigen Sie den harten Vergleich. Wenn Sie ein Callgirl wären und jetzt zu Protokoll geben, dass Sie Frau Meier oder Herrn Huber ein Drittel Ihres Entgelts jeweils geben, dann könnten wir zuschlagen. Sie können also überhaupt nichts ausrichten? Ich habe schwarz in schwarz gemalt. Ganz so hilflos sind wir auch nicht. Wir haben gerade jetzt beschlossen, mit neuen Mitteln gegen diesen Sumpf vorzugehen. Herr Kriminalrat, gibt es da eine Villa im Grunewald? Frau Clavius, natürlich. Die haben wir schon lange im Auge. Wissen Sie etwas über sie? Och, nichts Bestimmtes. Aber wenn ich nun eine Freundin, ich meine eine frühere Freundin, dazu bringen könnte, dass sie aussagt. Wie heißt sie? Und das möchte ich nicht sagen. Und wenn ich selbst mich in diesem, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Kriminalrat, in diesem Milieu etwas umsehen würde. Das möchte ich Ihnen nicht raten. Dieser Asphalt ist heiß und schmutzig. Kommen Sie in ein paar Wochen wieder. Ich helfe Ihnen, soweit ich kann. Vielleicht können Sie uns wirklich durch Ihre frühere Freundin nützlich sein. Aber keine Experimente, Fräulein Kardell. Keine Experimente. Nein. Wolf Siebert betrat die Villa von Frau Clavius in Berlin-Grunewald. Ein Hausmädchen führte ihn in den Salon. Wenig später erschien Maria Clavius in einem teuren Pariser Kostüm. Guten Tag. Mit wem habe ich die Ehre? Siebert. Sie kennen mich nicht, gnädige Frau. Mhm. Ich habe Ihre Adresse vom Herrn Generaldirektor Weber. Er ist ein Freund von mir. Er meinte, ich solle in Berlin mal bei Ihnen vorbeischauen. Weber? Oh. Ja, ja, Putzi Weber, ja natürlich. Trinken Sie einen Campari mit mir? Oh ja, gern, gnädige Frau. Oh, bitteschön. Danke. Sind Sie Berliner? Nein, ich komme aus dem Westen. Ich habe hier zu tun. Ja, wir haben in diesem Haus früher oft fröhliche Feste gefeiert. Ja. Die wird Putzi wohl gemeint haben. Ich dachte... Was dachten Sie, Herr Siebert? Nun ja, Herr Weber und ich, wir sind schon sehr lange befreundet. Ja, ja. Ich verstehe. Sie wollen sich nicht allein in Berlin langweilen. Das sollen Sie ja auch nicht. Nein, nein. Ich kenne natürlich eine Menge Leute, Schauspieler, Ärzte, Industrielle, ja. Und Mannequins. Das wäre nett. Ja. Ja, da will ich doch mal sehen. Wissen Sie, ich hätte noch ein paar Adressen. Wenn Sie sich auf mich berufen, Erinnerung.
Lauter schöne Erinnerungen. Alles Freundinnen. Oh. Mhm. Ja, bitte, sehen Sie sich das Album an, bitte schön. Okay. Ja, und dann sagen Sie ruhig, welche Dame Ihnen gefällt. Sicher hat die eine oder die andere Zeit für Sie. Und bitte notieren Sie doch gleich die Telefonnummer. Ja, danke. Und noch etwas, bitte, Herr Siebert. Wenn Sie die Nummer gewählt haben, sagen Sie, guten Abend, gnädiges Fräulein, haben Sie schon gespeist? Gespeist, müssen Sie sagen. Nicht gegessen. Gespeist, ja. Ja. Wer war die Dame, die wegging, als ich vorhin kam? Ach, das war Karin. Aha. Ihr Bild habe ich in Ihrer Sammlung vermisst. Ja, ich kenne Karin nicht so gut. Wollen Sie nicht lieber eine Dame mitwagen? Wie ist Ihre Telefonnummer? Na ja, also bitte. Versuchen können Sie es ja so. Hier ist Ihre Nummer, bitteschön. Vielen Dank. Um 20 Uhr klopfte die Wirtin an diesem Abend an die Tür von Karins Zimmer. Erschrocken fuhr die Studentin aus ihrer Lektüre hoch. Ja, was ist denn? Telefon, Fräulein Cardell. Danke. Ja? Fräulein Karin? Ja? Guten Abend, gnädiges Fräulein. Haben Sie schon gespeist? Was habe ich? Nein. Gut, kommen Sie in einer Stunde. Ich schicke Ihnen ein Taxi. Das bringt Sie zu mir. Apartment 511. Mein Name ist Siebert, Wolf Siebert. Da können Sie lange warten. Ob ich doch vielleicht... Ach, ich sollte mit Semmler drüber sprechen. Ja, Semmler? Karin Cardell. Entschuldigen Sie bitte, Herr Kriminalrat Semmler, dass ich Sie jetzt noch anrufe und Sie zu Hause störe. Schimpfen Sie mich nicht aus, Herr Kriminalrat. Ich war heute Nachmittag bei Frau Clavius. Ich meine, es ist ja alles gut gegangen. Was heißt das? Naja, ich habe bei Frau Clavius meine Telefonnummer hinterlassen. Und eben hat ein Mann angerufen. Er kann meine Adresse nur von ihr haben. Wenn ich jetzt... Sie werden gar nichts. Ein Versuch nur. Das wäre ja wohl eine Dummheit. Was haben Sie denn mit Frau Clavius vereinbart? Eigentlich noch nichts. Wohin wurden Sie bestellt? Der Mann will mich abholen lassen mit einer Taxe. Gut, gehen wir der Sache nach. Ich habe Ihnen dringend abgeraten, Experimente zu machen. Und deshalb bleiben Sie zu Hause. Nein, das werde ich nicht tun. Entschuldigen Sie bitte, Herr Kriminalrat. Bitte. Karin wartete und dabei erinnerte sie sich an das Gespräch, das sie am Nachmittag mit Frau Clavius gehabt hatte, als sie bei dieser in ihrem luxuriös eingerichteten Haus in Berlin-Grunewald gewesen war. Oh. Bitte schön, wie kommen Sie denn auf mich, Karin? Eine Empfehlung, Frau Clavius, dankeschön. Mhm, bitteschön. Von wem denn? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Tja, dann kann ich Ihnen noch nicht helfen. Schade. Dann auf Wiedersehen, Frau Clavius. Oh, Moment, nicht so eilig, mein Fräulein. Sie sind noch sehr jung. Ja. Erfahrung? Einige. Ja. Zigarette? Nein. Ja, nicht. Und nun erzählen Sie mir bitte, warum Sie zu mir kommen. Ich habe es satt. Was haben Sie satt? Dieses Leben. Immer so allein, so bescheiden, so arm. Ja, ja. Immer vor den Schaufenstern stehen, zusehen, was die anderen haben. Ja, das kenne ich. Aber ohne Empfehlung kann ich Sie nicht nehmen. Bitte, wer hat Sie geschickt? Vielleicht später einmal. Sagen Sie, haben Sie Telefon? Ja, natürlich. Ja, dann lassen Sie mir Ihre Nummer da. Aber bitte, ich verspreche Ihnen gar nichts. Danke. Hier, meine Nummer. Ja. Bitte. Ja, und wie könnte ich mich erkenntlich zeigen? Ja, aber vorläufig haben Sie doch gar keinen Grund dazu. Vielleicht machen Sie beide mal eine Probe miteinander. Ja, und dann sehen wir weiter, nicht?
Karin wollte es dabei bewenden lassen. Doch dann kam dieser Anruf von dem fremden Mann und sie dachte an das Experiment und ihre Dissertation. Sollte sie auf halbem Wege stehen bleiben? Sie ging ja kein Risiko ein. Kriminalrat Semmler würde über sie wachen. Sie ließ sich von der Taxe abholen und zu einem Apartment im Stadtzentrum bringen. Und dann erkannte sie den Mann wieder, der sie angerufen hatte. Sie war ihm vor der Villa im Grunewald begegnet. Ah, da sind Sie ja. Ja, kommen Sie heran, bitte. Danke. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Ja, danke. So. Ja, setzen Sie sich doch. Ein Cognac? Nein, danke. Nur eine Cola. Eine Cola. Sagen Sie, wir haben uns doch schon mal irgendwo gesehen, nicht? Ja, bei Frau Clavius. Ach so, ja. Was, so ein Zufall. Kennen Sie die Dame schon länger? So. Hier, Ihre Cola. Danke. Geschäftsgeheimnis. Ach so, ja, 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 ich vergaß. Wie viel? Das Übliche. Das Übliche, und wie viel ist das? Ich meine, wir sollten uns über die finanzielle Seite unseres Zusammenseins einigen, bevor... Warum sehen Sie mich so finster an? Ich pflege mir die Männer genau zu betrachten, die mich telefonisch bestellen. Ah ja, und wie oft betrachten Sie? Ich meine, zweimal in der Woche oder zweimal am Tag vielleicht? Wollen Sie mich beleidigen? Nein, nein, nein. Aber seit wann sind Mädchen Ihrer Art so empfindlich, hm? Wohl noch nicht lange in der Branche, was? Das geht Sie nichts an. Wer zahlt, schafft an. Und Sie gehören zu den Männern, die glauben, dass Sie alles kaufen können, nicht? Zärtlichkeiten, Küsse, Umarmungen, einen ganzen Menschen mit Haut und Haaren. Hm. Und warum sollte ich das nicht meinen? Wo es Frauen gibt, die Zärtlichkeiten, Umarmungen, Küsse gegen Bargeld liefern? Hm? Sündefrei Haus sozusagen? Wie alt sind Sie übrigens? 23. Oh, und recht hübsch. Ich habe Sie nicht um Ihr Urteil gebeten. Und mit Ihrer hübschen Fassade verdoppeln Sie vermutlich den Preis, nicht? Schon ganz schön abgerutscht für Ihr Alter. Und warum wohl? Ach, stellen Sie doch die Platte ab, Mädchen. Kommen Sie mir nicht mit der abgedroschenen Tour. Verheirateter Mann, der Sie sitzen gelassen hat, dann von der Mutter verstoßen, Kind vielleicht noch, geächtet, in Not und so weiter und so weiter. Und ja, dann, wozu ist die Straße da? Seien Sie still! Ach, habe ich Straße gesagt? Oh, Entschuldigung, verzeihen Sie. Ich weiß, Sie sind ja viel feiner. Auf die Straße gehen Sie nicht. Vorläufig noch nicht. Noch sind es Hotels, Pensionen, Apartments. Ne? Geben Sie mir endlich Ihre Taxiquittung, damit wir zur Sache kommen können. Sie? Ach so, ja. Ich fürchte, ich muss mich abermals entschuldigen. Natürlich. Eine Frau wie Sie kommt doch nicht mit dem Taxi. Sie hat sich ja längst einen eigenen Wagen verdient. Sind Sie hinter der Taxi hergefahren? Oh, jetzt hat es Ihnen doch die Sprache verschlagen. Das ist meine Antwort. Hier haben Sie Ihre Cola. Am nächsten Morgen klingelte bei Wolf Siebert das Telefon und schreckte ihn aus dem Schlaf hoch. Ja, Siebert? Hallo? Hoffentlich rufe ich nicht zu früh an. Sie sind mir aber ein schöner Langschläfer. Wer ist denn da? Na, ich? Frau Clavius. Ach so. Ja. Ich fühle mich doch ein bisschen verantwortlich für Sie. Ich will ja nicht aufdringlich sein, Herr Siebert, aber war's denn nett gestern Abend? Wissen Sie, ich habe mir hinterher eigentlich Vorwürfe gemacht. So, warum denn? Ja, von allen meinen Freundinnen kenne ich Karin am wenigsten. Eigentlich nur ganz flüchtig. Ich dachte vielleicht, dass... Es ist mir richtig etwas peinlich. Warum? Sie müssen es mir sagen, Herr Siebert. Ich bin wirklich neugierig. Zufrieden? Oder war es ein Reinfall? Machen Sie sich keine Sorgen. Ach, also alles in Ordnung. Sagen Sie, was haben Sie denn nur? Danke. Danke, Herr Siebert. Schlafen Sie mal bitte. Madeleine hatte gerade den Freier verabschiedet, mit dem sie die Nacht verbracht hatte, und ein wenig für Ordnung gesorgt, als es an der Tür klingelte. Karin!
Nein, du. Ja, guten Morgen, Madeleine. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Komm rein. Danke. Kaffee? Nein, danke. Ich muss mit dir reden. Aha. Madeleine, wir waren doch einmal Freundinnen, nicht wahr? Ja, ja. Sind wir es nicht mehr? Das liegt bei dir. Hör zu, ich bin keine Moralpredigerin. Oh Gott, was ist denn los? Lach mich aus, wenn du willst. Ich kenne deine Situation. Was? Wenn du aus diesem Sumpf heraus willst, helfe ich dir, so gut ich kann. Sumpf? Was denn für ein Sumpf, du liebe Zeit. Ich will dich nicht fragen, wie es gekommen ist. Und das ist mir gleichgültig. Wenn du Hilfe brauchst, ich meine menschliche Hilfe, dann bin ich für dich da. Danke. So leben wie du, was? Das meinst du doch, ne? Vielleicht von 100 Mark im Monat und ein paar Zerquetschen dazu. Irgendwo in einer miesen Mansarde wohnen und dann zur Aschinger Erbsensuppe mit Gratisbrötchen löffeln. Gestopfte Strümpfe tragen. Du meinst, das könnte ich alles, was? Nachdem ich gesehen habe, was man auf dieser Welt alles haben kann. Du hast sie ja nicht alle. Was man alles haben kann. Aber wodurch? Auf jede Weise. Nur auf eine Weise. Überleg's dir, Madeleine. Ach, komm mir doch auf. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Es ist verdammt schwer für dich. Vielleicht unmöglich. Hm. Ach, sag jetzt nichts. Ich komme wieder. Aber nur ein einziges Mal. Karin war kaum in ihre Studentenbude zurückgekehrt, als sie ans Telefon gerufen wurde. Das Gespräch mit Madeleine beschäftigte sie noch immer. Ja, Karin Kardell? Ich bin's, Wolf Siebert. Ach. Ich möchte mich bedanken. Bedanken? Wofür? Für die Kaltwasserbehandlung, oder besser die Cola-Behandlung. Erinnern Sie sich? Sie haben mir doch die Cola ins Gesicht geschüttet, gestern, bei unserem gemütlichen Zusammensein. Und? Ja, ich wollte Sie fragen, ob wir heute Abend zusammen essen wollen. Ich meine essen. Essen. Nicht speisen. Ich habe keinen Hunger. Ja, aber ich hätte Appetit. Kommen Sie, nicht böse sein, Karin. Hm? Ich hole Sie ab. Ganz ohne Verpflichtung natürlich. Um 8 Uhr? Ich werde nicht da sein. Ja, hallo. Ach, da sind Sie ja endlich, Karin. Ja, das hätten Sie wohl nicht gedacht, dass wir so schnell wieder zusammenkommen, was? Ja, Karin, ich habe von gestern gehört, Sie haben sich sehr gut amüsiert, hm? So, ja. Sagen Sie, meine Liebe, hätten Sie nicht einmal Lust, aus der Stadt herauszukommen? Hm? Wieso? Ach, ich meine nur, ich hätte ein Flugticket für Sie. Heute Abend steigt eine Party in Düsseldorf. Wichtige Leute sind eingeladen. Na, Karin, wie wär's denn? Nein, danke. Ach so. Ja, ich weiß schon, der Mann von gestern. Schade. Düsseldorf bietet große Chancen, aber wie man sich bettet, so legt man, nicht? Gerd Kleiber, der Ingenieur, bummelte unschlüssig über den Kuhdamm. Er wusste nicht recht, wohin er sich wenden sollte, bis er einen schwarzen Sportwagen sah, der am Straßenrand parkte. Da wurde ihm klar, weshalb er überhaupt zum Kuhdamm gegangen war. Er wartete einige Minuten, dann kam Madeleine. Hallo. Was machen Sie denn hier? Ich warte, Madeleine. Auf Sie. Ach, das ist aber nett von Ihnen. Sagen Sie, trinken wir eine Tasse Kaffee bei mir? Ja, gerne. Also, kommen Sie. Steigen Sie ein. Ich freue mich, dass ich Sie getroffen habe, Madeleine. Tja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Sie weggelaufen. Na ja, das war dumm von mir. Sagen Sie, ist Ihr Vater Bankdirektor oder Großindustrieller? Mein Vater? Mein Vater ist tot. Entschuldigung. Sagen Sie, arbeiten Sie bei einer Berliner Firma? Vorläufig noch, ja. Ich bin auf dem Sprung ins Ausland. So. Und wann springen Sie? Vielleicht schon in 4 Wochen. Ach, ist aber schade. Bleiben Sie lange? Na ja,
Werden wohl wenigstens 2 Jahre werden. Wir bauen Hochhäuser in der Türkei und im Iran. Mhm. Ich freue mich schon. Was will ich bloß von ihm, dachte Madeleine. Männer seiner Art sind für mich tabu. Was hatte Karin Kardell gesagt? Überlege es dir, wenn du heraus willst aus dem Sumpf, Madeleine. Es ist verdammt schwer, vielleicht unmöglich. Es klingelte pünktlich um 20 Uhr. Karin öffnete. Wolf Siebert stand vor ihr. Sie wollte die Tür schon zuwerfen, doch da bemerkte sie einen schüchternen Veilchenstrauß, den er in der Hand hielt. Das Sträußchen passte ganz und gar nicht zu seiner selbstbewussten Miene. Oh. Guten Abend, Karin. Tja, wie versprochen, um 8 Uhr. Da bin ich. Also gut. Aber höchstens eine Stunde. Oh, das genügt mir vollkommen, Karin. Und warten Sie. Ich ziehe mir nur schnell mal einen Mantel an. Ja, hier, die Blumen. Oh, danke. Bitte. Karin, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Hm? Wir wollen heute einmal alles vergessen, was wir gestern gesagt haben, ja? Von mir aus. Sie haben noch 55 Minuten. Oh, dann müssen wir das Dessert wohl aus Termingründen streichen. So, wir können gehen. Ja. Wie lange bleiben Sie noch in Berlin? Oh, vielleicht etwas länger. So, bitte. Oh, das war doch geil. Sie meinen die Frau in dem Sportwagen? Ja. Eine Freundin von Ihnen? Ja, sie heißt Madeleine. Sie war meine Freundin und ging mit mir zur Schule. Aha. Dann habe ich sie 4 Jahre lang nicht mehr gesehen. Danach war sie völlig verändert. Endgültig abgerutscht. Und wissen Sie, wer das bewirkt hat? Männer ihrer Sorte. Da sind wir also wieder immer beim Thema. Jetzt lassen wir das doch. Karin, ich möchte wirklich nur ein wenig mit Ihnen reden. Sie ab und zu anrufen. Vielleicht mal zum Wannsee fahren. Das wäre alles. Und wozu? Nun, ich schätze blonde Frauen. Und ich hasse plumpe Komplimente. Und vielleicht liegt mir nichts an der Art von Fürsorge, von der Sie sprechen. Wir sollten es einmal versuchen, Karin. Ich denke nicht daran. Karin blickte auf ihre Uhr und stellte dabei fest, dass sie doch daran dachte. Sie betraten ein Lokal und da saß Madeleine mit einem Mann. Karin wusste nicht, dass es Gerd Kleiber, der Ingenieur, war, aber sie glaubte erkennen zu können, dass dieser Mann Madeleine etwas bedeutete und nichts mit ihren üblichen Männerbekanntschaften gemein hatte. Karin trennte sich tatsächlich nach genau einer Stunde von Wolf Siebert, um danach noch einmal zu Kriminalrat Semmler zu gehen, der trotz der späten Stunde noch im Dienst war. Darf ich hereinkommen, Herr Semmler? Sie. Mit Ihnen habe ich noch ein Hühnchen zu machen. Ich weiß, Herr Kriminalrat. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Haben Sie genug von Ihren Experimenten? Bestimmt, Herr Semmler, das verspreche ich Ihnen. Ich weiß ja, dass Sie sich mit Frau Clavius getroffen haben. Leider kann ich nur wenig damit anfangen. Aber mit dieser Dame werden wir schon fertig. Und dann können Sie von mir aus die Akten dieses Falles studieren. Ich glaube, dass ich Ihnen in einem Punkt helfen kann. Ihre frühere Freundin? Ja, Madeleine Petrovic. Ach, die ist das. Ist uns bekannt. Sehr schön, sehr gerissen und sehr verkommen. Vielleicht nicht so ganz. Ich glaube, sie hat genug. Und? Sie hat mich um Hilfe gebeten, gerade eben. Ich habe sie in einem Lokal getroffen. Als ich gehen wollte, kam sie zu mir und hat mir gesagt, dass sie Hilfe braucht. Das wäre eine Möglichkeit. Sie kennt alle Kniffe und Tricks ihrer Auftraggeberin. Wenn sie den Mut hätte, als Zeugin gegen die Clavius auszusagen, wäre der Fall gelöst. Endgültig. Ich glaube, sie meint es ehrlich. Sie könnten uns in diesem Fall wirklich einen großen Gefallen tun. Wir wissen alles über die Clavius. Aber wenn wir ihr das Erwerbsmäßige und die Gewinnsucht nachweisen wollen, brauchen wir eine Zeugin. Und die fehlt uns bisher. Ich will es versuchen. Ich gehe gleich zu ihr und spreche mit ihr. Viel Glück. Thank you.
Als Karin Madeleine nach einem kurzen, aber eindringlichen Gespräch verlassen hatte, blieb das Callgirl allein in ihrer luxuriösen Wohnung, in der sie sich plötzlich nicht mehr wohlfühlte. Das Telefon klingelte und nie zuvor hatte Madeleine das Telefon so gehasst wie in diesen Minuten. Sonst hatte sie auf jeden Anruf gewartet. Jetzt rief das Klingeln Abscheu in ihr hervor. Es klingelte und klingelte, bis Madeleine es nicht mehr ertrug und abhob. Ja? Na endlich. Ich bin's, Mutzi. Na gut, dass du zu Hause bist, Madeleine. Gehen wir zusammen bummeln? Nein. Schon vergeben? Vielleicht. Nein, hör zu. Ich bitte dich, mich nie mehr anzurufen. Ich lasse meine Telefonnummer morgen ohne dies ändern. Bist du verrückt? Nein, vernünftig. Heißt das, dass du aussteigen willst? Ja, du hast es erraten. So, das werden wir ja sehen. Das werden wir doch ganz genau sehen. Du wirst... So, nun geht's los. Jetzt habe ich der Clavius auch noch ihren nobelsten Kunden vergrault. Am nächsten Tag rief Madeleine Gerd Kleiber an, um sich mit ihm zu treffen. Sie fuhren zu einem jener einfachen Lokale hinaus, die Madeleine bisher gar nicht gekannt hatte. Madeleine hatte Angst vor sich, vor ihrer Vergangenheit und vor allen Dingen vor ihrer Zukunft. Was hast du, Madeleine? Du bist immer so still. Nichts. Das ist aber zu wenig. Vielleicht viel zu viel. Und? Wie ist das mit uns beiden? Ich weiß nicht. Was hältst du denn von uns? Ich würde sagen, zu viel für eine Gelegenheit, zu wenig für immer. Und warum? Na, das alte Thema. Du bist reich. Ach, was? Ich bin nicht reich. Ich bin arm. Ganz arm. Ach komm, lass das. Das ist das Sodbrennen eines überladenen Magens. Nein. Na, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Wie lebst du? Na, warum antwortest du nicht? Aber siehst du, ich bin doch nicht mehr für dich als eine Laune. Ach Gott. Vielleicht eine Hoffnung. Und worauf? Gerd, ich... Gerd, eines Tages muss ich dir etwas ganz Furchtbares sagen. Bitte nicht heute, nicht jetzt. Und du wirst dann gehen und mich nicht mehr ansehen und dann... Ja. Ganz bestimmt wird es so kommen. Was hast du denn, Madeleine? Bitte sag es mir doch. Ich kann nicht. Kein Vertrauen? Kein Mut. Als Madeleine wieder zu Hause und allein war, kam Karin zu ihr. Verwundert blickte die Studentin das Callgirl an. Das Gesicht der früheren Freundin sah müde aus. Die Augen wirkten stumpf und leer. Karin spürte, dass irgendetwas Entscheidendes geschehen war. Oh, Karin. Oh, du, ich bin richtig froh, dass du da bist. Hallo, Madeleine. Bitte, komm rein. Nun, hast du es dir überlegt? Ja. Ich will es versuchen. Oh, das freut mich, Madeleine. Das freut mich für dich. Ja, ich weiß nicht. Ich will diesen ganzen Plunder hier aufgeben, weißt du? Den Wagen verkaufen und dann einfach wegziehen. Das wäre das Beste. Du musst konsequent sein. Du musst alle Brücken hinter dir abbrechen. Du musst vollkommen Schluss machen. Sonst ist alles zwecklos. Ja, natürlich, das weiß ich doch. Du musst Mut haben. Verdammt viel Mut. Ach Gott, auch das ist mir klar. Entschuldige. Vielleicht nicht ganz. Du musst mit mir zur Polizei gehen. Was? Ich kenne den zuständigen Beamten sehr gut. Wieso Polizei? Wenn es dir ernst ist, Madeleine, musst du das auf dich nehmen. Sag mal, ich finde, das kommt alles sehr schnell. Ist da noch etwas? Ein Mann? Ja. Du liebst ihn, hm? Und er?
Weiß er, was du tust? Ach, was? Er weiß überhaupt nichts. Ich... Ui. Ich habe Angst, es ihm zu sagen, weißt du. Scheiße ist das. Entschuldige bitte. Was ist denn, Madeleine? Ein Telegramm. Oh je. Hier, von der Clavius. Beachte es nicht. Warte mal. Sie schreibt: Unangenehme Sache, erwarte sofortigen Besuch. Gruß Clavius. Du wirst doch nicht hingehen. Ich muss, Karin, ich muss. Und ich will ihr auch nicht ausweichen, weißt du? Die Clavius soll begreifen, dass es mir ernst ist. Verstehst du, wirklich ernst? Sonst lässt die mich nie in Ruhe. Madeleine fuhr nach Berlin-Grunewald zu der Villa von Frau Clavius. Sie eilte an dem Hausmädchen vorbei in den Salon, in dem die Kupplerin gepudert und zu stark geschminkt auf sie wartete. Oh, Madeleine, Madeleine, meine Liebe, da sind Sie ja. Mein Star. Ach, Madeleine. Wie Sie aussehen. Ja, machen wir es kurz, Frau Clavius. Bitte schön. Bitte schön. Bitte, wie Sie wünschen, Madeleine. Sagen Sie mir nur was. Was war denn gestern? Ich verstehe, dass einem manchmal alles über ist. Wir sind schließlich alle nur Menschen, nicht? Tja. Aber mussten Sie unseren besten Klienten vor den Kopf stoßen? Ich habe gesagt, wie es ist und dabei bleibt es. Wir sind geschiedene Leute, verstehen Sie? Das ist alles. Moment mal, Moment mal. Sie sind sehr undankbar, Madeleine. Ich bitte Sie, was haben Sie mir nicht alles zu verdanken? Ach ja? Tatsächlich? Damit wir uns nicht missverstehen. Liebe Frau Clavius, für mich ist Schluss. Verstehen Sie? Endgültig. Sie werden sich mir nicht noch einmal nähern, das sage ich Ihnen. Ich wüsste mich gegen eine solche Belästigung zu wehren. Oh Gott, Belästigung, Kindchen. Ich kann mir schon denken, was los ist. So? Ja, Sie haben sich verliebt. Ja. Ja, in einen Mann, natürlich, was denn sonst? So ein Unsinn, Madeleine. Er ist anders als die anderen, ja? Bescheiden, nett, einfach. Stückchen. Auf. Na, oder ein Ingenieur? Sie sind ja so widerlich. Hören Sie auf! Ja, hält Sie für reich. Hm? Bitte schön, haben Sie mir schon gesagt, wie Sie das Geld verdient haben? Keiner ist anständig, Madeleine. Ekelhaft. Keiner! Ekelhaft, seien Sie still. Mir wird schlecht vor Ihnen. Ach Gott, so empfindlich auf einmal. Ja, Madeleine, leider wird erfahren, dass Sie eine Edelnutte sind. Versuchen Sie es ihm zu sagen, ich... Ach, beruhigen Sie sich, Madeleine. Beruhigen Sie sich, das kenne ich. Sie sind nicht die Erste, die mir so kommt. Können Sie mir gar mit der Polizei, mit dem Staatsanwalt drohen? Ja, hm? Ja, genau das. Ja, gut, gut, gut. Sehr gut. Polizei. Ja, und dann, Kindchen? In allen Zeitungen wird Ihr Bild erscheinen. Das Bild der Edelnutte Madeleine. Jedes Kind in Berlin wird ihr Gesicht kennen. Nirgendwo können sie sich sehen lassen. Nein, 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 nein. Und ihr Freund, ja. Ja, Madeleine, der wird auch das Foto sehen. Haben Sie daran denn nicht gedacht? Hm? Ich wusste das. Oh, oh, oh. Aber Madeleine, Madeleine. Hier wollen Sie denn wirklich schon kommen, Kindchen? Madeleine. Am nächsten Tag, als Gerd Kleiber bei Madeleine war, schrillte das Telefon und ein Mann bat sie zu sich. Madeleine versprach Kleiber, bald zurück zu sein und eilte davon. Wenig später öffnete sich die Tür zu einem Apartment für sie und sie stand dem Mann gegenüber, den sie zusammen mit Karin in einem Restaurant am Kudamm gesehen hatte. Madeleine? Ja, die bin ich. Kommen Sie herein. Ja. Und Ihren Mantel, darf ich? Danke. So. Tja. Tja. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich heiße Siebert, Wolf Siebert. Ihre Telefonnummer habe ich von Frau Clavius. Ein Cognac? Ja, gern, danke. Tja. Nett, dass Sie gekommen sind. Frau Clavius hält sehr viel von Ihnen. Sie sagte, Sie seien Ihr Star. Hören Sie, Herr Siebert, es stimmt ja alles. Ich war ein Callgirl. Ich folgte solchen Aufforderungen wie der Ihren. Jahrelang. Ja, und? Ich will nicht mehr. Ich will aufhören. Kehrt machen. Wissen Sie,
Ich weiß, es klingt falsch, wenn ich es sage. Ich weiß es, aber ich kann nicht mehr. Ach, tatsächlich? Hm. Und warum? Verliebt? Ein anderer Mann? Wie lange hält das? Bis der erste Krach kommt. Und der kommt. Unausweichlich. Er kommt. Und dann geht alles wieder von vorn los. Hören Sie, Madeleine, diese Geschichten kenne ich. Nein. Nein, nein, das ist nicht nur das. Ich habe eine Bitte. Ich werde von Frau Clavius erpresst. Ach, das sollten Sie mir schon mal näher erklären. Ja, sie will dem Mann, den ich liebe, alles sagen. Alles, wissen Sie? Bitte helfen Sie mir. Wie könnte ich das? Ich möchte jetzt gehen. Und ich bitte Sie, sagen Sie Frau Clavius nicht, wie es wirklich war mit Ihnen und mir, bitte. Sie darf es nicht wissen, bitte. Hm. Und was meinen Sie, wie viele Männer können Sie dazu überreden, sich so zu verhalten? Hm? Ach, darum geht es nicht. Ich muss nur etwas Zeit gewinnen. Ich will es ihm ja sagen. Ich muss es ihm sagen. Er soll es durch mich erfahren und nicht durch die Clavius. Warum legen Sie der Clavius nicht das Handwerk, grundsätzlich? Ich weiß es nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Was hat Ihre Freundin Karin mit Frau Clavius zu tun? Karin? Mit Frau Clavius? Aber die doch nicht. Naja, gut. Machen wir zwar also ein Geschäft miteinander. Ich halte Ihnen die Dame vom Grunewald vom Leib, solange wie es geht. Karin, eine Kollegin von mir? Ach, das ist doch absurd. Was ist das? Ich weiß nicht. Gerd! Ja, ich. Ich bin dir gefolgt, Madeleine. Ich habe es geahnt, dass irgendetwas faul mit dir ist. Was hast du hier zu suchen? Gerd, ich... Das also? Oh ja, ich verstehe. Nein, nein, bitte. Das ist doch alles ganz anders. Ich wollte nur... Du brauchst mir nichts zu erklären. Hast du verstanden? Ich will dich nie mehr sehen. Oh, Gerd, bitte. Lass mich los. Bitte, Gerd. Gerd, hör doch. Hey, Sie haben sich aber einen stürmischen Freund ausgesucht. Ich muss ihm nach, so darf er nicht weggehen. Gerd! Ich meinen Cognac wohl allein trinken müssen. Karin wollte gerade in die Vorlesung gehen, als Frau Clavius von einem Restaurant Kudamm anrief. Sie bat die Studentin zu sich. Karin folgte der Einladung, entschlossen, sich auf nichts einzulassen, was gefährlich werden konnte. Guten Tag, Frau Clavius. Guten Tag. Darf ich mich setzen? Natürlich, da sind Sie ja, meine Liebe. Bitte, kommen Sie, nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte schön. Wie gut Sie aussehen. Und so jung. Ah ja, jung müsste man sein. Was gibt es? Ja, wissen Sie, Karin, da ist ein guter Freund aus dem Nahen Osten. Bitte, bitte, nein, nicht erschrecken. Erschrecken Sie wirklich nicht. Es ist ein kultivierter, außerordentlich angenehmer und ein großzügiger Mann. Wenn Sie sehen, meine Teure. Schon ganz wild auf Sie. So? Es trifft sich gut. Ich veranstalte ein großes Fest in meinem Haus in 3 Tagen. Dazu sind Sie auch eingeladen. Na, Sie kommen doch nicht wahr? Ja, wahrscheinlich. Nein, 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 nicht wahrscheinlich. Sie müssen fest zusagen, meine Liebe. Sind über 30 Personen. Ja. Na gut, ich komme. Fein. Aber nun entschuldigen Sie mich bitte, ich muss gehen. Ja, ja, natürlich, meine Liebe, natürlich. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Adieu, meine Liebe. Als Gerd Kleiber an diesem Abend nach Hause kam, hatte er getrunken. Doch er meinte augenblicklich nüchtern zu werden, als er Madeleine in seiner Wohnung vorfand, wo sie noch nie zuvor gewesen war. Madeleine? Gerd? Madeleine? Es tut mir leid. Ich war ein Esel. Ich hätte dir nicht folgen dürfen. Es geht mir nichts an, ja, was du tust, wen du triffst. Gerd, ich... Nicht sprechen, bitte. Doch, Gerd, ich muss mit dir darüber reden. Gerd, vor 4 Jahren begann es. Ich glaubte, einen Mann zu lieben. Als ich erfuhr, dass er verheiratet war,
Da benahm ich mich einfach schwach und feige. Ja. Und? Es blieb nicht bei ihm, verstehst du? Ich war arm. Ich hatte kein Geld. Ich wollte einfach reich sein. Auf jede Weise, hörst du? Auf jede Weise. Sei doch still, Madeleine. Gerd, ich habe alles, was ich jetzt besitze, auf schmutzige Weise verdient. Dieser Tag war hässlich. Wir haben uns gezankt. Danach habe ich getrunken. Komm, ich bring dich jetzt nach Hause. Nein, nein, bitte. Ich muss es dir sagen, Gerd. Ich muss es dir jetzt gleich sagen, hörst du? Jeder konnte mich haben. Jeder, der meine Telefonnummer und mein Stichwort kannte, verstehst du? Aber das ist doch Unfug. Nein, das ist die Wahrheit, Gerd. Ich hab einfach kein Recht auf dich. Ich wollte nur noch, dass du es weißt. Und du musstest es von mir hören. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es stimmt. Ich habe keinen abgewiesen, der Geld hatte. Und dabei ist es nicht geblieben. Ich habe auch erpresst. Ich habe auf jede Art verdient. Den Wagen, die Wohnung, den Schmuck, die Kleider, 2 Konten. Hast du mich endlich verstanden? Ja, 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 ich habe verstanden. Gut. Ich gehe jetzt. Du bist der erste Mann, den ich seit damals mochte. Der mir etwas bedeutete. Und wenn du mich jetzt nicht verachtest, dann hab ich dich nie gemocht. Ich wünsche dir alles Gute. Mein Gott, Madeleine. Wolf Siebert gab noch nicht auf. Er warb weiter um Karin Kardell. Er lud sie ein und bummelte diesen Abend lang mit ihr über den Kuhdamm. Erst kurz nach Mitternacht brachte er sie nach Hause. Ich muss morgen früh aufstehen. Eine Verabredung? Natürlich. Mit einem Mann? Warum nicht? Ja, natürlich, warum nicht? Was haben Sie? Ich kenne mich einfach nicht mit Ihnen aus, Karin. Einmal sind Sie so und dann geben Sie sich wieder ganz anders. Suchen Sie sich doch das Richtige aus. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Oh, im Moment wenig. Sonst viel. So. Und wie lange dauert bei Ihnen ein Moment? Im besten Fall bis zur Haustür. Na nun, was ist denn da los? Hm? Ein Funkstreifenwagen vor unserem Haus? Da kommen auch 2 Polizisten. Entschuldigen Sie, sind Sie Fräulein Kardell? Ja, bin ich. Was ist denn passiert? Hier ist ein Brief. Kennen Sie eine Madeleine? Ja, sie ist eine Schulfreundin von mir. Was ist mit ihr? Sie hat einen Selbstmordversuch unternommen. Selbstmord? Ein Selbstmord? Wir haben sie in die Nervenklinik gebracht. Kennen Sie das Motiv? Ja, ich glaube schon. Ich muss zu ihr, sofort. Sie können nichts machen, Karin. Glauben Sie mir. Ich gehe hin. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich mehr weiß. Wir könnten Sie mitnehmen. Gleich. Ich bringe nur Fräulein Kardell nach oben. Spät in der Nacht kehrte Wolf Siebert von dem Besuch in der Nervenklinik zurück, um Karin Bericht zu erstatten. Er wunderte sich darüber, dass sie in einem so ärmlich wirkenden Haus wohnte, da doch argwöhnte, dass sie einem Gewerbe nachging, in dem das Geld reichlich floss. Karin öffnete die Wohnungstür, bevor er klingeln konnte. Sie hatte auf ihn gewartet. Da sind Sie ja endlich. Ja. Wie geht es, Madeleine? Sie lebt. Ein Zufall wahrscheinlich. Die Hausmeisterin und dieser Bekannte von ihr, Gerd Kleiber heißt er ja wohl, haben sie noch rechtzeitig gefunden. Die Ärzte sind zuversichtlich. Ich fahre gleich weiter. Ich wollte es Ihnen nur schnell sagen. Kommen Sie einen Moment noch rein. Naja, gut. Bitte. Ja, vielen Dank. Aha, hier leben Sie also. Ach, das gefällt Ihnen wohl nicht, hm? Naja, ich habe schon schönere Wohnungen gesehen. Ich auch. Oh mein Gott, Madeleine, wenn sie nicht durchkommt, werde ich mir ewig Vorwürfe machen. Wieso? Das brauchen Sie doch nicht. Tja, kein schönes Ende für einen schönen Abend, nicht? Werden wir ihn wiederholen? Vielleicht. Das mit Madeleine geht Ihnen verdammt nahe. Warum eigentlich? Warum? Das fragen Sie noch?
Vielleicht hätte ich es verhindern können, wenn mir im richtigen Moment das rechte Wort eingefallen wäre. Verstehen Sie das denn nicht? Ich bin Madeleine einmal begegnet. Ich kenne sie also. Bitte erzählen Sie mir von ihr. Was gibt es da schon zu erzählen? Ich kenne sie von der Schule her. Wir waren Freundinnen. Dass sie ein Callgirl ist, habe ich erst vor wenigen Tagen erfahren. Sie wartet am Telefon, dass Männer wie Sie sie anrufen. Hören Sie, ich bin ja nicht von der Heilsarmee. Verstehen Sie mich nicht falsch? Was soll ich falsch verstehen? Nun ja, vielleicht ist diese Geschichte mit Madeleine eine Warnung. Eine Warnung? Für wen? Für Sie. Für mich? Es geht doch wirklich nichts über einen klugen Rat. Karin, machen Sie Schluss mit diesem Leben. Ich helfe Ihnen, glauben Sie mir doch. Sie helfen mir? Sie sind ein Esel, Herr Siebert. Ein ausgemachter Esel. Aber dennoch, vielen Dank. Gute Nacht. Sie danken mir für meinen Rat. Nein, dafür, dass Sie sich um Madeleine kümmern. Gute Nacht. Sie müssen jetzt wirklich gehen. Es dauerte lange, bis Madeleine wieder zu Bewusstsein kam und sie hatte Mühe, wieder in die Wirklichkeit zurückzufinden. Ein Mann saß an ihrem Bett. Zuerst dachte sie, dass es Gerd Kleiber sei, aber dann erkannte sie, dass sie sich geirrt hatte. Es war Wolf Siebert. Madeleine? Madeleine, erkennen Sie mich? Ich bin Wolf Siebert. Karin schickt mich. Karin? Ja. Sie will Ihnen helfen. Und ich auch. Sie sind müde, ich soll Sie nicht stören. Mein Gott, was musste ich alles anstellen, bis der Arzt mich zu Ihnen ließ. Sie wollten Schluss machen, verstehen Sie? Wegen Frau Clavius. Sie hat Sie erpresst, richtig? Ja. Sie hat Sie ausgenutzt, sie hat Ihnen Bekanntschaften vermittelt und Sie haben dafür bezahlt. So war es doch, nicht wahr? Ja. Und dann wollten Sie umkehren. Sie haben mit Gerd Kleiber gesprochen, ihm die Wahrheit gesagt. Aber dann sind sie zusammengebrochen. Sie haben Tabletten genommen. Madeleine, das war ziemlich dumm. Ist Ihnen das klar? Ja. Jetzt ja. Wissen Sie, wer Sie gefunden hat? Gerd Kleiber. Er hat Ihnen das Leben gerettet. Gerd? Ist das wahr? Er hat mich gesucht? Ja, das hat er. Würden Sie Ihre Aussage auch vor der Polizei wiederholen? Polizei? Ich weiß nicht. Ja, schon gut, schon gut. Schlafen Sie noch ein wenig. Madeleine, ich komme wieder. Zur gleichen Zeit, da Wolf Siebert bei Madeleine war, erschien Gerd Kleiber bei Karin an der Wohnungstür. Herr Kleiber, Sie? Woher wissen Sie, wo ich wohne? Vom Einwohnermeldeamt. Also. Madeleine geht es gut. Sie hat die Krise überstanden. Mhm. Ich habe gerade eben mit der Nervenklinik telefoniert. Ach, Entschuldigung, wollen Sie mit reinkommen? Ach so, ja, danke, danke. Wissen Sie, sie hat mir alles erzählt. Mhm. Alles. Und ich saß da wie ein Holzklotz. Es war ein Schlag. Ein Schock war das für mich. Ich mag sie sehr, aber ich kann doch nicht eine solche Frau heiraten. Hm. Ist doch eine Frage der Selbstachtung. Naja, das verstehe ich, Herr Kleiber. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Ich kann eine Frau mit einer solchen Vergangenheit nicht lieben. Ich will aber auch nicht, dass sie an dieser Konsequenz zugrunde geht. Verstehen Sie? Also was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Einem Menschen gegenüber hat sie sich wirklich anständig benommen. Das waren Sie, Herr Kleiber. Ja, ja, ich weiß. Sie fahren ins Ausland? Mhm. In den nächsten Tagen schon. Bitte gehen Sie vorher zu ihr ins Krankenhaus. Sie müssen ein paar gute Worte für Madeleine haben. Mehr nicht, wenigstens das. Wenn Sie wollen, kann ich mitkommen. Ja, bitte. Karin und der Ingenieur gingen zu Madeleine und sprachen mit ihr. Es wurde ein kurzes Gespräch voller Beklommenheit und Verlegenheit. Und doch half es Madeleine. Jetzt, da sie wieder etwas empfinden konnte, waren ihre Gefühle bescheiden geworden wie nie zuvor.
Ihr genügte es, dass Gerd Kleiber bei ihr gewesen war. In der Villa in Berlin-Grunewald begann die Party. Luxuswagen füllten die Straße. Unter den vielen Gästen, die von Frau Clavius umschmeichelt wurden, befand sich auch Wolf Siebert. Aber er wollte so gar nicht in den Rahmen passen. Herr Siebert, ich hoffe doch, dass Sie sich nicht langweilen. Oh, danke, Frau Clavius. Ich fühle mich wohl. Wo ist Madeleine? Ja, sie hat mich versetzt. Naja, das kommt vor. Bedeutet. Kann ich etwas für Sie tun? Oh, danke, danke. Ich bediene mich schon selbst. Sagen Sie, kennen Sie eigentlich den Namen dort hinten an der Tür? Nein, tut mir leid. Seltsam. Irgendjemand muss ihn doch mitgebracht haben. Na ja, wir sehen uns später noch, ne? Gewiss. Ach, da ist ja auch Karin. Nein. Bitte schön, Karin. Herr Siebert, Karin kennen Sie ja, ne? Danke, ja. Ich werde ein wenig mit ihr plaudern, wenn Sie gestatten. Ja, aber ich bitte doch sehr darum. Karin? Oh, Sie? Ja. Ja. Das ist ein Wiedersehen. Also doch. Also doch? Was also doch? Ja. Ah, ich verstehe. Sie haben mich nicht auf dieser Party erwartet. Und was machen Sie hier? Das gleiche wie Sie. Ober, Sekt. Danke. Naja, dann Prost. Zum Wohl, Herr Siebert. Nee, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wollen wir tanzen? Mhm. Oder lieber ein paar Kaviarbrötchen? Ich nehme sie, nehmen sie. Der Lohn der Sünde. Ich glaube übrigens, der Kaviar ist ganz ausgezeichnet. Lassen Sie das. Ja. Bitte Grüße. Ja, Frau Clavius, was gibt es denn? Meine Liebe, Sie wissen doch, der Herr aus dem Orient. Er war für Sie im grünen Salon. Bitte schön, okay, so schön. Ich bedanke mich für seine Großzügigkeit. Ja, ja, einen Moment noch, bitte. Die alte Hexe will Sie verkuppeln? Ja. Mit wem? Mit einem braunen Scheich im grünen Zimmer. Ah ja, na dann viel Vergnügen. Sie sind ein abscheulicher Kerl. Und Sie sind unter den Callgirls ein Engel. Das Licht ist aus! Das Licht! Endlich! Bitte lassen Sie es nicht wieder angemacht! Oh. Lassen Sie es sofort wieder aus! Ich war das. Aber was fällt Wenn Ihnen denn ein? Unverschämtheit! Entschuldigen Sie bitte, meine Herrschaften. Jetzt ist Polizeistunde, meine Damen und Herren. Raus! Lass mich raus! Kriminalpolizei. Sie sind verhaftet, Herrschaften. Keiner verlässt das Haus. So, die Damen links, die Herren rechts. Schluss für heute mit dem Vergnügen. Die Fortsetzung dieser tollen Party findet im Polizeipräsidium statt. Frau Clavius. Bitte schön. Hier ist der Haftbefehl für Sie. Los, führt Sie ab. Ich werde mich über Sie beschweren. Wirst du doch gleich, dass Sie hier nichts zu suchen haben? Unverschämtheit. Ah, verschwinden Sie. Nun, Fräulein Cardell, zufrieden mit uns? Herr Semmler, das war wirklich höchste Eisenbahn. Länger hätten Sie nicht warten dürfen. Jetzt können Sie für Ihre Arbeit so viel Material haben, wie Sie wollen. Arbeit? Was für eine Arbeit, Karin? Ach, wussten Sie das nicht, Herr Kollege? Fräulein Cardell schreibt an einer Dissertation über Prostitution unter Ausnutzung neuzeitlicher Kommunikationsmittel. Was? Und ich dachte... Kollege? Herr Kriminalrat... Haben Sie wirklich Kollege gesagt? Allerdings, Fräulein Cardell. Das ist Kriminalkommissar Siebert, ausgeliehen vom Sittendezernat Düsseldorf. Wir benötigen nämlich ein unbekanntes Gesicht für die Berliner Szene, um der Frau Clavius endlich beikommen zu können. Nein. So, ich muss mich jetzt um unsere Freunde kümmern. Ja, ich komme sofort, Herr Semmler. Ich möchte nur noch ein Wort mit Fräulein Cardell reden. Gut, aber beeilen Sie sich, ja? Karin, Sie haben recht. Ich bin wirklich ein Esel. Aber wahrscheinlich macht Liebe blind. Liebe? Ja, ich glaube schon. Ach, Ihre Klienten warten, Wolf. Und vergessen Sie den Herrn im grünen Salon nicht. Den aus dem Orient. Er ist bestimmt schon ganz ungeduldig, der Arme. Ach, den knöpfe ich mir gesondert vor. Mein
Madeleine machte ihre Aussage vor Gericht und es genügte, um Frau Clavius für 4 Jahre ins Gefängnis zu bringen. Kriminalrat Semmler veranlasste das Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln, sodass kein Bild von Madeleine in die Zeitung kam. Einige Tage nach der Gerichtsverhandlung bummelten Karin und Kriminalkommissar Siebert über den Kuhdamm. Glücklich und verliebt. Du, Wolf? Hm? Weißt du eigentlich, dass Gerd Kleiber wieder in Berlin ist? Kleiber? Ich dachte, der ist in der Türkei. Er erstattet seiner Firma Bericht. Na und? Glaubst du, dass Kleiber und Madeleine... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wie würdest du dich verhalten, wenn ich Madeleine wäre? Du bist es ja nicht. Gott sei Dank nicht. Kommt ein Mann über so etwas nicht hinweg? Ich weiß es nicht. Du, sieh doch mal da drüben. Das sind sie doch. Oh. Ja, Kleiber und Madeleine. Oh. Sie lachen. Glaubst du, dass sie zusammengefunden haben? Ich weiß nicht. Komm, wir sollten sie in Ruhe lassen. Natürlich. Komm, wir trinken einen Espresso.